So, jetzt steht vor mir der Bär aus der Pfalz, Alan Bauer. Hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg. Der Kampf ging ja jetzt nicht sehr lange. Wie geht's dir jetzt erstmal? Mir geht's super. Ich habe jetzt Zeit für die ganzen Fans, Familie und Supporter zu besuchen, die Arme zu nehmen, den ganzen Leuten noch ein frohes Fest und ein neues Jahr zu wünschen. Und ja, wie soll es mir gehen? Mir geht es sehr, sehr gut. Als du im Ring gelaufen bist, hast du dir da gedacht, das ging so schnell rum? Nee, auf keinen Fall. Ich gehe immer von der maximalen Rundenzahl aus, von der maximalen Leistung. Ich muss den Gegner auch jedes Mal sehr, sehr ernst nehmen, weil auch wenn es manchmal so scheint, dass es ganz einfach wäre, es ist ein Kampfsport, es ist gefährlich. Und ich hoffe, dem Gegner geht's gut. Wir waren sehr gut vorbereitet, aber wir haben auch viel vor, deswegen war das zu erwarten. Und als er jetzt so auf dich losgeschossen ging, gleich in der ersten Runde, warst du da etwas überrascht oder hast du das erwartet? Wir sind sehr erfahrene Kämpfer und vor allem auch Trainer. In dem Fall haben wir es erwartet. Wieso? Mein Vater, der hat direkt den Gegner und den Trainer gescannt. Und die letzten Worte, die mein Vater zu mir gesagt hat, Sohn, pass auf, der Gegner kommt schnell direkt rein. Damit war ich mir nicht 100% sicher, dass es passiert, aber ich hatte es im Kopf und es war kein Schock. Wir waren darauf vorbereitet, wie man gesehen hat, und haben das, glaube ich, ganz gut gelöst. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet auf den Kampf? Ich wohne seit neuestem in Kroatien und dort hatten wir jetzt 6 Wochen starke Kampfvorbereitung. 7 Kilo, die ich abgenommen habe in den 6 Wochen. Und darauf vorbereitet, indem ich Sparring mit den Besten aus Kroatien gemacht habe, die mich sehr, sehr willkommen ins Bett aufgenommen haben. Und tagtäglich mit meinem Vater trainiert, mit viel Schmerzen, mit viel Hunger, wenig Schlaf. Und ja, aber es hat sich ausgezahlt. Wie geht's denn jetzt mit dir weiter nach dem gewonnenen Kampf? Ich kann leider noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe mit meinem Vater große Pläne. Mal schauen, ob der Rainer die mit uns teilt. Wenn das so alles passt, dann könnt ihr euch auf große Dinge von T-Bauer gespannt machen. Weil ich glaube, ich spreche vielen Zuschauern aus dem Herzen, die das deutsche Boxen von früher noch kannten und geliebt haben. Es ist mal Zeit, dass wirklich auch starke Kämpfe, die tatsächlich auch heute passieren, aber Ausnahmen sind leider, stattfinden, die ganzen deutschen Leute, die an der Spitze sind, mal gegeneinander kämpfen. Und dafür bin ich bereit. Ich bin auch bereit zu verlieren, um dann stärker wiederzukommen, aber ich gehe nicht davon aus. Das Wichtige ist, immer wieder aufstehen und weitermachen. Natürlich, wie im Leben, egal wo. Ob du Arbeiter bist, es geht darum, die Angst zu bewältigen. Wenn man mich fragt, ich war heute gefühlt 10-mal auf Toilette, weil keiner wird es denken, ich hatte extrem viel Angst, dass jedes Mal, tagelang vorher, mentale Belastung. Man darf ja auch ehrlich reden, weil man macht immer so schickimicki, alles schön. Ich hatte extrem viel Angst, was viele Menschen auch in ihrem Leben immer wieder begegnen. Aber es geht darum, gegen die Angst vorzugehen und gegen die Angst zu kämpfen und nicht sich dich davon der Angst bändigen zu lassen. Und was machst du dagegen? Genau vor das, wo ich Angst habe, genau das anzugreifen. Immer und immer wieder, bis ich es schaffe. Ja, sehr gut. Das sind super schöne Schlussworte. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was 2024 dann wir von dir alles sehen werden. Und bedanke mich jetzt recht herzlich für das kleine Interview und nochmals herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.